Hallo ihr Lieben, heute gibt es eine weitere Rezension von mir. Schwierig. Und zwar geht es um Stigma von Michael Hübner. Ich weiß, dass so ziemlich jeder Buch-YouTuber schon ein Video über dieses Buch gemacht hat und dass wahrscheinlich jeder schon alles darüber weiß. Aber ich habe mich so gefreut, dieses Buch zu lesen und ich habe es jetzt endlich getan und ich fühle einfach das Bedürfnis, auch meinen Senf zu der Sache abzugeben. Und das tue ich jetzt hiermit. In diesem Buch geht es um den 26-jährigen Thomas Kessler. Er ist Schriftsteller und lebt zusammen mit seiner Frau und seinem fast vierjährigen Sohn in einem Haus etwas außerhalb der Stadt. Thomas ist jemand, der unter ständigen Angstzuständen und Panikattacken leidet, weil ihm vor 13 Jahren etwas ganz, ganz Furchtbares zugestoßen ist. Er wurde von einem Mann entführt und wurde in dem Keller seines Entführers für 3 Stunden lang festgehalten und sehr grausam gefoltert. Nach diesen 3 Stunden hat die Polizei es allerdings geschafft, ihn daraus zu befreien. Und seitdem befindet sich Thomas unter ständiger Behandlung und er hat schon unzählige Therapien mitgemacht, aber er leidet immer noch unter starken Angstzuständen und er kann sich an die Ereignisse aus seiner Vergangenheit kaum erinnern. Jetzt passiert nun Folgendes. Die Polizei steht bei ihm vor der Tür und erzählt ihm, dass einige Dinge vorgefallen sind. Ein Mord wurde begangen und diese ganzen Ereignisse sind doch sehr stark mit den Vorfällen vor 13 Jahren mit Thomas in Verbindung zu bringen. An dieser Stelle möchte ich jetzt gerne aufhören, euch was über den Inhalt zu erzählen. Hier fängt die Geschichte natürlich richtig an. Es geht darum, wie Thomas versucht, etwas mehr Licht in seine Vergangenheit zu bringen und herauszubekommen, wie er mit diesen ganzen Geschehnissen in Verbindung steht. Der Schreibstil von Michael Hübner ist phänomenal. Ich habe dieses Buch angefangen, ich weiß nicht, es lag da rum und ich habe mir dann gedacht, na, jetzt liest ja keiner, dann kann ich es ja mal lesen. Und dann habe ich mich hingesetzt und bumm, habe ich die ersten 150 Seiten weggelesen und habe es gar nicht bemerkt. Das ist wirklich so ein allein schon der Schreibstil. Also es musste gar nichts passieren und es hat trotzdem Spaß gemacht, das zu lesen. Es war so einfach und locker, aber trotzdem durchdacht. Und er hat genau die richtigen Worte gewählt und da war ich einfach total begeistert von. Es wirkte nichts gezwungen, es wirkte alles so natürlich und ich habe dieses Buch so schnell durchlesen können, allein schon wegen dem Schreibstil. Also der war super. Mehr Bücher bitte. Es gibt so Bücher, die sind von vorne bis so kurz nach der Hälfte total spannend und dann passiert irgendwie was, wo man so das Gefühl hat, da ist dem Autor jetzt nichts mehr eingefallen und dann irgendwie muss der jetzt da aus der Sache wieder rauskommen und ja, macht das dann halt irgendwie auf so eine ganz plumpe Art und Weise. Und das hatte ich aber nicht das Gefühl bei dem Buch. Ich fand, man konnte wirklich merken, dass das Ende die ursprüngliche Idee des Autors war und dass sich von da an praktisch die Geschichte so aufgebaut hat. Und ich meine, das hat er auch in einem Interview gesagt, dass er praktisch mit dieser Idee angefangen hat. Und das fand ich echt gut, dass es so durchdacht war und dass es wirklich alles Sinn gemacht hat und dass es nicht so plump war. Es ging nicht nur darum, ein spannendes Buch zu schreiben, sondern es ging wirklich darum, diese Geschichte zu erzählen mit genau diesem Ende. Dieses Buch war unglaublich spannend, es war unglaublich fesselnd. Ich wollte es unbedingt immer weiterlesen, was zum einen an der Geschichte, zum anderen am Schreibstil lag. Aber es hat mir keine Angst gemacht und da bin ich so froh drum, weil ich werde immer vollkommen paranoid, besonders bei so Psycho-Thrillern und so, ist das bei mir ganz schlimm. Und dieses Buch war wirklich so spannend, aber es hat mir keine Angst gemacht. Es ging wirklich nicht darum, dieses Grausame und dieses Paranoide in den Vordergrund zu stellen, sondern es ging wirklich um die Geschichte und das fand ich echt gut. Ja, das hat im Prinzip nicht direkt was mit dem Buch zu tun. Da kann ja der Autor nichts für und auch die Geschichte nichts für, aber dieses Buch wird doch sehr gehypt, zumindest auf YouTube. Ich habe einfach nur Positives davon gehört und jeder, der es gelesen hat, hat immer gesagt, tolles Buch, Ende, kommt man nicht drauf. Man hat alles mögliche im Kopf, aber da kommt man nicht drauf. So, und sowas reizt mich immer, weil ich irgendwie dazu, meistens liege ich richtig mit dem, was ich tippe. Also wenn ich irgendwie ein Buch lese, dann denke ich mir, ah, passiert jetzt bestimmt. Das ist bei jedem Buch, ob das jetzt ein Liebesdingens ist oder ein Krimi oder sonst was. Auch bei Filmen, meistens weiß ich schon einige, also mir sind einige Dinge einfach schon klar, die dann am Ende so sind. Natürlich nicht alles, aber ich bin halt so jemand, ich mache mir da viele Gedanken drum und achte dann auf alles und überlege dann schon mal in alle möglichen Richtungen, was könnte es jetzt sein.
Und natürlich habe ich mich dann leicht aufgefordert gefühlt, das bei diesem Buch auch zu machen, weil alle gesagt haben, da kommst du eh nicht drauf. So, und während ich das Buch dann so gelesen habe, habe ich mir natürlich das eine oder andere gedacht und überlegt. Und leider war es so, dass ich am Ende nicht so überrascht war, wie alle das gesagt haben. Ich war eigentlich ein wenig enttäuscht, weil ich gedacht habe, es kommt jetzt wirklich was, wo ich nie im Leben drauf gekommen wäre. Aber leider war das Ende, was, auf was ich gekommen bin, einfach dadurch, dass alle gesagt haben, da kommst du nie drauf. Macht das jetzt irgendwie Sinn? Weil ich finde, wenn man sowas liest, dann denkt man an Geschichten zurück, die man schon mal gelesen hat. Und wenn sowas Ähnliches halt schon mal in einer Geschichte, ob es jetzt ein Buch oder ein Film ist, vorgekommen ist, dann erwartet man es auch irgendwie. Und es war halt nicht so super duper Neues, dass ich da irgendwie jetzt so, wer weiß, was von geflasht wäre. Also es hat mich jetzt nicht total überrascht, wobei ich finde, dass es trotzdem ein sehr gutes Ende war. Also das Ende war wirklich toll, ich war da sehr zufrieden mit, es hat mich nicht enttäuscht oder gar nichts. Aber durch diesen ganzen Hype war ich dann da doch etwas enttäuscht, aber nun ja, wie gesagt, da kann ja der Autor nichts für. Ich muss leider sagen, mir war dieses Buch irgendwie zu kurz. Ich bin da so schnell durchgekommen und ich habe gedacht, ich hätte gerne noch mehr Informationen, irgendwie noch mehr Hintergrundwissen. Obwohl zwar viele gesagt haben, oder was heißt viele, ich habe es ja auch von anderen gehört, dass ja, passiert ja erstmal nicht so viel und dann am Ende wird es dann ein bisschen spannender. Fand ich gar nicht. Ich fand, da ist permanent was passiert und es hätte ruhig noch mehr geben können. Jetzt läuft mir hier eine Träne runter. Wieso das denn? Ja, wobei das auch weniger als was Negatives, sondern eher als ein Kompliment an den Autor gemeint ist. Ja, wie ihr schon merkt, war ich einfach nur total begeistert von diesem Buch. Bei Thrillern ist es wirklich bei mir so, dass ich häufig am Ende ein bisschen vom Ende enttäuscht bin, dass ich der Meinung bin, es war zwar ein gutes Buch, aber das Ende war, fand ich überhaupt nicht bei diesem Buch. Das Ende hat mir auch super gefallen. Ich war nur nicht so dermaßen überrascht, wie ich gedacht habe, dass ich sein werde. Der Schreibstil hat mir super gefallen. Wie gesagt, ich kann es definitiv weitererzählen, auch an alle Schissbuchsen da draußen, wie ich eine bin. Dieses Buch kann man auch lesen, wenn man abends ins Bett geht, ohne irgendwie Albträume zu kriegen, auch wenn das Cover so grausam aussieht. Es gab zwar ein paar schlimme Stellen, aber es war jetzt wirklich nicht so, dass ich da irgendwie Albträume von bekommen habe. Super tolles Buch. Ich freue mich schon auf weitere Bücher von Michael Hübner. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lassen würdet, ob es euch auch so gut gefallen hat oder nicht. Wobei ich bis jetzt von noch niemandem gehört habe, dass ihm das Buch nicht gefallen hat. Von daher würde mich das schon sehr überraschen. ja, aber einfach ein bisschen Feedback wäre toll. Und ja, ich werde mich jetzt an mein nächstes Video machen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!